Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei der Rote-Nasen-Info-Veranstaltung zum Thema Testament und Erbschaft. Ich heiße Katarzyna Ryślewicz-Zart und bin bei Rote-Nasen Ihre Ansprechpartnerin für die Themen gemeinnütziges Erben und Vererben. Rote-Nasen Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein und eine Spendenorganisation, die seit mittlerweile 17 Jahren mit Hilfe von Clownerie, Lachen und Lebensfreude, Hoffnung und Trost zu kranken und leidenden Menschen bringt. Das heißt, unsere Clowns sind überall dort, wo Menschen seelische Unterstützung brauchen. Zum Beispiel auf Stationen der Kinderonkologie, Kinderchirurgie, in Hospizen, in Geriatriezentren, in Seniorenheimen, aber auch in Einrichtungen für geflüchtete Menschen. Das Ziel von Rote-Nasen-Clown-Visiten ist somit, den Menschen mit der Kraft des Humors zu stärken, den Menschen neuen Mut und Lebensfreude zu schenken. Was haben Rote-Nasen mit dem Thema Erben und Vererben zu tun? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ohne Ihre Spenden, ohne Ihre Unterstützung können wir unsere Arbeit nicht verwirklichen. Es gibt ja mehrere Wege, wie Sie Rote-Nasen fördern können. Sie können zum Beispiel eine Clown-Partnerschaft abschließen und so mit einem festen Betrag auf Dauer unseren Verein unterstützen. Sie können auch mit unserer Unterstützung, mit unserer Hilfe eine Anlassspende, zum Beispiel zum Geburtstag oder zu einem anderen Jubiläum organisieren. Sie können auch aber in Ihrem Testament neben den Menschen, die Ihnen nahestehen, auch unsere Organisation bedenken. So hätten Sie die Möglichkeit, über Ihre Zeit hinaus Menschen in Not, Menschen, die leiden, die krank sind, ein bleibendes Lächeln schenken und Lebensfreude schenken. Seit einiger Zeit werden wir von unseren Spenderinnen und Spender gefragt, ob wir denen Informationen zur Verfügung stellen können zum Thema Testament und Erbschaft. Mich erreichen solche Fragen wie: Was passiert mit meinem Erbe, wenn ich nicht mehr da bin? Wie schreibe ich ein rechtsgültiges Testament? Oder kann ich in meinem Testament auch eine gemeinnützige Organisation wie zum Beispiel Rote Nasen bedenken? Um diesem Bedarf gerecht zu werden, um Ihnen zu helfen, Ihre Fragen zu beantworten, organisieren wir mehrere Male im Jahr in Berlin und auch in anderen deutschen Städten Informationsabende. Leider hat Corona unsere Pläne gekreuzt. Wir können Sie nicht in einer Präsenzveranstaltung vor Ort begrüßen. Deswegen lade ich Sie heute zu einer Veranstaltung in digitaler Form ein. Während der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, schriftlich Fragen zu stellen, und zwar über die Kommentarfunktion auf der Website von Rote Nasen, auf Facebook oder auf YouTube. Jede Frage wird während der Veranstaltung beantwortet oder unmittelbar danach. Darüber hinaus können Sie uns jederzeit anrufen. Wir sind für Sie jeden Tag zwischen 9 und 15 Uhr erreichbar. Wir freuen uns über Ihre Anrufe, wir freuen uns, Ihre Fragen beantworten zu können. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, unsere Broschüre zu bestellen, Mein Erbe schätzt Lachen. In dieser Broschüre werden die Grundkenntnisse des deutschen Erbrechts verständlich erklärt. Hier finden Sie auch mehrere bewegende Begegnungsgeschichten zwischen unseren Rote-Nasen-Clowns und kranken Kindern oder dementen Senioren. Bevor wir uns dem spannenden Thema des deutschen Erbrechts widmen, würde ich Ihnen sehr, sehr gerne meine liebe Kollegin Maria Gundolf vorstellen. Die Maria wird Ihnen eine von diesen bewegenden Geschichten aus ihrer Praxis erzählen. Ja, vielen Dank, Katarzyna, für diese Einleitung. Ich habe die Freude, hast du schon gesagt, selbst als Künstlerin, als Clown Brigitte Aubardon, um Gänsenamen mal zu nennen, für die Roten Nasen Deutschland zu arbeiten und in der künstlerischen Leitung ebenfalls tätig zu sein, um insgesamt auf die Künstler zu gucken, auf unsere Qualität zu gucken, die Künstler gut dabei zu unterstützen, diese wichtige Arbeit zu machen. Du hast es schon gesagt, wir bringen als Clowns Lachen und Leichtigkeit zu Menschen in Not. Was heißt das ganz konkret? Das klingt so, was heißt das? Da kann man sich manchmal nicht wirklich was drunter vorstellen. Ganz konkret heißt es, dass wir meistens zu zweit mit einem Partner Menschen besuchen in Krankenhäusern, in Psychiatrien, in Senioreneinrichtungen. Und dort treffen wir die. Wir treffen
junge Menschen, alte Menschen, ganz junge, ganz alte, ganz große, ganz kleine, Menschen verschiedenen Alters, verschiedener Nationen auch, vor allem in Berlin ist ja sehr viel multikulturelles Publikum, sage ich mal, in den Krankenhäusern vor allem. Wir gehen dahin und wir treffen die und wir treten in Kontakt mit diesen Menschen. Wir bauen eine Brücke, wir bauen eine Verbindung auf und zwar nicht vom Kopf, sondern vom Herzen aus, denn Clowns sind vor allem in ihrem Herzen und da sind sie stark und da kommt ihre Kraft. Die Künstler von Rote Nasen Deutschland e.V. kommen aus ganz verschiedenen, haben ganz verschiedene künstlerische Hintergründe. Das sind Musiker, das sind Schauspieler, Pantomimen, Artisten, alles Mögliche. Aber eines sind sie alle zusammen und zwar Beziehungskünstler. Der Fokus liegt dabei, nicht so sehr eine Show zu machen, die von hinten bis vorne perfekt durchgestylt ist, die, wie man es aus dem Zirkus kennt oder wie man es von dem Theater kennt, sondern wir gehen in einen Raum, wir nehmen das, was da ist und wir spielen respektvoll, liebevoll und mit einer großen Empathie damit. Das heißt, das macht es uns möglich, immer etwas zu finden, wo vermeintlich wenig Positives, wenig Leben da ist. Wenn wir einen Menschen besuchen, einen alten Menschen besuchen, der zum Beispiel in einer Pflegeeinrichtung nur mehr im Bett liegt, nichts mehr selber machen kann, auf den ganzen Tag, 24 Stunden, darauf angewiesen ist, dass ihm von draußen geholfen wird und man meint, ja, was soll man denn da machen? Der Clown, der immer im Moment ist, der kein Morgen und kein Heute, kein Morgen und kein Gestern kennt, der nicht bewertet, der auch nichts erwartet, der findet immer irgendetwas, wo er anknüpfen kann. Es gibt ein Lied vielleicht, das dieser alte Mensch aus seiner Jugend noch kennt, wo er vielleicht seinen ersten Tanz dazu gemacht hat, seine große Liebe kennengelernt hat. Es gibt Berührung, die immer noch ankommt, wo normalerweise im Pflegealltag vielleicht nicht mehr so viel Zeit dafür ist. All das sind Dinge, die die Clowns, weil sie da sind, wo sie sind, spüren und umsetzen können. Oder ein Kind in einem Krankenhaus, das zum Beispiel dessen Herz nicht mehr gut arbeitet, das auf eine Maschine angewiesen ist, die diese Arbeit übernimmt, die dieses Kind am Leben erhält, dann ist es für uns als Clowns nicht ein Kind, das an irgendwelchen Schläuchen hängt, sondern es ist vielleicht ein Astronaut oder ein Wissenschaftler, der große Experimente durchführt mit diesen ganzen Gerätschaften. Das heißt, wir suchen etwas, womit wir spielen können, was für das Leben steht, was für Stärke steht, für das, was noch da ist, für eine Leichtigkeit und nicht die Krankheit, das geht nicht mehr, die Defizite, das kennen wir alle, das kennen diese Menschen und wir als Clowns sehen aber den Menschen hinter all diesen Einschränkungen, die da sind. Und das macht die Stärke aus und das lässt uns eine Pause bringen in diese Krise einfach. Das heißt, die alten Menschen, die Kinder können mal so durchatmen. Und ich habe selber ein Kind begleitet im Deutschen Herzzentrum. Das war eine große 4- bis 6-stündigen Operation. Stand nicht die erste Operation dieses Jungen, aber die erste mit Clown. Und ich kam in das Zimmer und die Mutter war ein bisschen skeptisch und hat gemeint, ich weiß nicht, ob er Angst hat. Und ich bin dann aber über ein Spiel, über die Umgebung des Zimmers in Kontakt gekommen mit dem Kind. Es hat wunderbar geklappt. Letztlich haben wir ein tolles Spiel gefunden, das er mich immer wieder erschreckt hat. Hat Brigitte erschreckt und Brigitte ist vor lauter Schreck meistens irgendwo dagegen gedonnert oder ins letzte Eck geflogen. Und er hat das geliebt, dieses Spiel. Wir sind mit diesem Spiel in die Schleuse gefahren, war alles noch gut. Und dann in der Schleuse kommt der Moment, wo die Mutter weg ist. Dann kommt die Angst, der Junge hat geweint und die Anästhesistin war auch natürlich, das ist ja ein Mensch vor allem, der davon betroffen ist, war auch ein bisschen ratlos. Und wir haben dann einfach, ich habe dann angeknüpft an das, was wir vorher hatten, an dieses Spiel zu erschrecken. Und ich habe ihm gesagt, erschreck doch einfach die Anästhesistin, erschreck sie ganz toll. Und er hat dann puh gemacht. Und die Anästhesistin hat es sofort verstanden und hat mitgespielt. Und das war die Rettung für ihn, gut gelaunt in diese Operation zu gehen. Und ich bin weggegangen und habe auf dem Flur noch gehört, wie er Buh gemacht hat und gelacht hat. Und danach hat mir die Mutter erzählt, die habe ich dann wieder getroffen, dass er zum ersten Mal nach einer OP nicht schlecht geschlafen hat, keine Albträume hatte, sondern ihr erzählt hat, dass er von bunten Tüchern geträumt hat. Und das ist etwas, was mich
noch mal davon überzeugt hat, dass das, was wir tun, so wichtig ist, weil wir in diesem ganzen Setting von Apparaturen, von Schwere, von Leid, was Leichtes, was Menschliches reinbringen und selbst in Situationen, wo man einen Clown überhaupt nicht vermuten würde, unseren Platz finden, wenn zum Beispiel ein Clown, wie es jetzt gerade der Fall war, eine Kollegin zu einem Begräbnis von einem Kind eingeladen wird, das sie zur OP begleitet hat. Und dort durch ihre Leichtigkeit, respektvolle Leichtigkeit, einen wichtigen Beitrag geleistet hat für eine schöne, lebendige Erinnerung an dieses Kind. Diese Geschichte hat mich davon überzeugt und mich darin bestärkt, wie wichtig es ist, dass wir als Clowns von Rote Nasen genau da sind, wo man Lachen und Leichtigkeit nicht vermuten würde. Zum Beispiel auch auf einem Begräbnis. Eine befreundete Kollegin von mir ist jetzt eingeladen worden zu einem Begräbnis eines Kindes, das sie im Rahmen dieser OP-Begleitung zu einer OP begleitet hat, dass dieses Kind leider nicht überlebt hat. Und die Mutter war so berührt von dem Spiel, was die beiden hatten, von dieser Verbindung, die da entstanden ist auf diesem Weg, dass sie sie gerne dabei haben wollte. Und sie kam dahin und es war ein wunderbarer Beitrag von Leben, von Leichtigkeit. Die Gäste, die da waren, konnten unter Tränen auch lachen. Und das ist wirklich etwas, wo ich ein Fan bin, sozusagen es möglich zu machen, dass Clowns in diese Bereiche auch kommen. Ich habe Ihnen jetzt vieles erzählt und man kann ja viel erzählen, ne? Und glauben tut man vieles erst, wenn man sieht. Deswegen haben wir natürlich auch Bilder zu dem Ganzen für Sie in einem Film zusammengepackt, den wir Ihnen gerne zeigen möchten. Viel Vergnügen. Heute schon Dienstag. Tausend schöne Momente, endlich sind sie da. Rote Nasen Deutschland. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen ja, wie wichtig die Rote-Nasen-Clown-Visiten für die Gesundheitsförderung von kranken Kindern oder auch dementen Menschen oder geflüchteten Kindern sind. Das alles wäre nicht möglich ohne Ihre treue Unterstützung oder Ihre Spenden. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken. Vielen Dank auch an dich, Maria, für deinen spannenden Vortrag, für deine Erzählungen aus der Praxis. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Thema das deutsche Erbrecht ist ja wirklich unglaublich kompliziert. Deswegen haben wir für Sie heute den Spezialisten eingeladen, der seit Jahren viele, viele Menschen zu diesem Thema berät und auch für Rote Nasen seit über 4 Jahren Vorträge zum Thema Testament und Erbschaft hält. Herr Rechtsanwalt Ulf Klaus, herzlich willkommen. Vielen Dank. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Vortrag Testament und Erbschaft. Ich will versuchen, Ihnen jetzt in überschaubarer Zeit so viel vorzutragen, verständlich vorzutragen, dass Sie in der Lage sind, ein Testament zu errichten und dabei vielleicht die Interessen der Organisation Rote Nasen Deutschland zu berücksichtigen und auf diese Art und Weise vielleicht etwas Geld zur Verfügung zu stellen, damit Kindern und Kranken geholfen werden kann, so wie Sie es im ersten Teil dieser Sendung bereits gehört und gesehen haben. Die voranzustellende Frage ist vielleicht erst einmal, wenn Sie etwas zu vererben haben, was gehört denn eigentlich alles dazu? Und das sind im Grundsatz alle Vermögensgegenstände, die Sie Ihr Eigen nennen, also Ihr Grundstück, Ihr Eigenheim, wertvoller Schmuck, das Sparbuch, das Auto und sonstige Vorräte, sonstige Vermögensgegenstände, die Sie zu Hause haben. Beispielsweise könnte es ja sein, dass Sie noch alte Gemälde haben und dann können Sie die natürlich auch vererben.
Die Kehrseite des Vererbens sind, dass auch die Schulden, die Belastungen mit auf den Erben übergehen. Das sind beispielsweise die Bankkredite, das ist das Mietverhältnis, die Miete und sonstige Schulden, die auch der Erbe mit übernehmen muss. Der Erbe hat auch für die Beerdigungskosten und für Grabpflegekosten aufzukommen. Und es ist durchaus auch denkbar, dass Formalien zu erfüllen sind, beispielsweise gegenüber den Behörden aus laufenden Verfahren oder eben einfach im Zusammenhang mit der Erbschaft, dass Sie also bestimmte Anträge stellen müssen bei Behörden oder bei Gerichten. Es gibt womöglich noch sonstige Kosten, mit denen Sie sich befassen müssen. Also wenn der Erblasser oder die Erblasserin ein Haustier hinterlässt, dann will es versorgt sein. Und wenn das niemand anders übernimmt, dann wird das auch etwas sein, was bei Ihnen als dem Erben letztlich hängen bleibt. Schauen wir uns vorab einmal an, wie Sie überhaupt Vermögen übertragen können. Das wäre in der Hauptsache, soweit es uns hier heute interessiert, die Erbschaft. Da schauen wir uns an die gesetzliche Erbfolge. Wir betrachten oder wir befassen uns mit der Frage, was ist ein Testament, was ist ein Vermächtnis, und wir erwähnen auch den Erbvertrag als besondere Möglichkeit der Gestaltung der Erbfolge. Sie können natürlich das Vermögen zu Ihren Lebzeiten bereits übertragen durch Schenkung. Es gibt die Möglichkeit, Vermögen zu übertragen durch einen sogenannten Übertragungsvertrag. Das macht in aller Regel Sinn bei Immobilien, die im Familienbesitz gehalten werden sollen und von den Übertragenden, also meistens von den Eltern oder Großeltern, weitergenutzt werden sollen. Daran kann man aber auch denken bei der Übertragung von Unternehmen, von landwirtschaftlichen Unternehmen, von Höfen. Das sind so die wesentlichen Fälle. Eine weitere Möglichkeit, Vermögen zu übertragen, ist die Stiftung. Sie können mit Ihrem Vermögen selbst eine Stiftung errichten oder zu einer bereits bestehenden Stiftung etwas hinzustiften. Das ist in aller Regel allerdings nur sinnvoll für wirklich hohe Vermögen, weil die Grundidee der Stiftung darin besteht, dass nur die Erträge aus dem Vermögen, das die Stiftung verwaltet, verwendet werden sollen, um sie bestimmten Zwecken zuzuführen, beispielsweise gemeinnützigen Zwecken. Schauen wir uns als erstes die gesetzliche Erbfolge an, die immer dann eingreift, wenn Sie kein Testament errichtet haben, also keine Regelung getroffen haben, die von der gesetzlichen Erbfolge abweicht. Als Erblasser bezeichnen wir diejenige Person, die vom Leben dahin scheidet, und die Erben sind diejenigen, die das Vermögen nach dem Erblasser oder der Erblasserin erhalten. Und wir unterscheiden bei den Erben die sogenannten Ordnungen. Die Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers, die Abkömmlinge des Verstorbenen, also seine Kinder, seine Enkel und seine Urenkel. Und neben diesen Personen spielt in aller Regel der Ehegatte eine Rolle, wenn der Erblasser denn verheiratet war. Die Erben der zweiten Ordnung sind die Eltern und deren Abkömmlinge, also sprich, das sind dann in den Seitenlinien die Geschwister und die Nichten und Neffen. Und wenn es keine Erben erster oder zweiter Ordnungen gibt, dann spielt die dritte Ordnung eine Rolle. Dann geht man sozusagen noch eine weitere Stufe nach oben zu den Großeltern und schaut, welche Abkömmlinge von den Großeltern leben noch. Das sind dann also von einem selbst aus gesehen immer die Tanten und Onkel oder die Cousins und Cousinen. Sie können daraus also erkennen, dass im Grundsatz die gesetzliche Erbfolge nach dem deutschen Recht so dem Familienprinzip folgt. Man schaut also immer erstmal nach unten zu den Abkömmlingen, zu den Kindern. Und wenn es dort niemanden gibt, der als Erbe in Betracht kommt oder die in Betracht kommenden Personen das Erbe ausgeschlagen haben, dann geht man eine Ebene nach oben zu den Eltern und geht dann in die Seitenlinien und gegebenenfalls noch eine Ebene höher in die Ebene der dritten Ordnung zu den Großeltern, und das geht theoretisch immer so weiter. Können tatsächlich gar keine Erben ermittelt werden, dann gibt es als sozusagen immer eingreifenden gesetzlichen Erben den Fiskus. Das ist also sozusagen das Bundesland, in dessen Gebiet, in dessen Bezirk der Erblasser verstirbt. Das Bundesland erbt dann das gesamte Vermögen. Und es ist also ganz erstaunlich, dass sich das doch enorm summiert. Im Jahr 2018 hat beispielsweise das Land Berlin aus Erbschaften und Schenkungen insgesamt Einkünfte erzielt in Höhe von knapp 400 Millionen Euro. Das ist so einer der wichtigsten Gründe, die eine Rolle spielt, warum man ein Testament errichten sollte. Aber darauf kommen wir nochmal zurück.
Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wer bei mehreren in Betracht kommenden Erben wie viel erbt, dann müssen wir bei verheirateten Erblassern einen Blick auf den Güterstand werfen. Wir müssen uns sozusagen ein wenig anschauen, in welchem Güterstand lebten die verheirateten Personen, weil das Auswirkungen auf den Erbteil des überlebenden Ehegatten hat. Deshalb vielleicht an dieser Stelle ganz kurz ein Blick auf das eheliche Güterrecht, wie wir Juristen es formulieren. Wir unterscheiden die sogenannte Zugewinngemeinschaft, die Gütertrennung und die Gütergemeinschaft. Das sind so die wichtigsten drei Güterrechtsformen, die das deutsche Eherecht kennt. Der gesetzliche Güterstand ist die Zugewinngemeinschaft. Das ist also die Form, in der die Ehegatten leben, wenn sie keinerlei vertragliche Regelungen geschlossen haben. Von dieser Zugewinngemeinschaft können Sie nur dann abweichen, wenn Sie bei Eheschließung, vor der Eheschließung oder auch später, solange Sie verheiratet sind, einen eherechtlichen Gütervertrag schließen, der notariell beurkundet werden muss. Und da gibt es halt diese Möglichkeiten der Gütertrennung und der Gütergemeinschaft. Das Wesen der Zugewinngemeinschaft besteht darin, dass man im Falle einer Trennung der Ehegatten, also gedacht ist in erster Linie an den Fall der Scheidung, den sogenannten Zugewinn ausgleicht. Man stellt also sozusagen die Vermögen der beiden Ehegatten gegenüber. Wie viel Vermögen hat der Ehegatte zu Beginn seiner Ehe und am Ende seiner Ehe? Und der Ehegatte, dessen Vermögen stärker gestiegen ist, stärker gewachsen ist, der muss davon einen Teil an den anderen Ehegatten abgeben. Also ob man es gut findet oder nicht, es ist tatsächlich so, dass auch das Ableben eines Ehegatten zur Beendigung der Ehe führt, wirkt also quasi wie eine Scheidung mit der Folge, dass der Zugewinnausgleich ausgelöst wird. Und das deutsche Erbrecht sieht für den Fall einen pauschalen Zugewinnausgleich vor, der dadurch erfolgt, dass also der gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten um ein Viertel erhöht wird. Um ein Beispiel zu nennen, die gesetzlichen Erbteile, wenn ein verheirateter Ehepartner stirbt und ein Kind hinterlässt, dann würde der überlebende Ehegatte grundsätzlich ein Viertel neben dem Kind erben und durch den pauschalen Zugewinnausgleich erhöht sich sein Erbanteil um ein Viertel, sodass er insgesamt Erbe zu einhalb wird und das Kind der gemeinsamen Ehegatten würde sozusagen die andere Hälfte erben. Das kann man jetzt entsprechend weiterentwickeln. Wenn also ein verheirateter Ehepartner stirbt und zwei Kinder hinterlässt, dann erbt der überlebende Ehegatte zu einhalb und die beiden Kinder zu je ein Viertel, weil sie sich die verbleibende Hälfte natürlich teilen müssen. Das können Sie so weiterentwickeln. Das gilt für den gesetzlichen Erbteil im Fall der Zugewinngemeinschaft. Wenn Sie sich als Gegenstück beispielsweise dafür anschauen, den Fall, dass die Ehegatten Gütertrennung vereinbart haben, dann verbliebe es bei dem gesetzlichen Erbteil. Das heißt, wenn wir wieder zurückkehren zu dem Grundfall, zu dem Ausgangsfall, dass der verheiratete Ehepartner stirbt und ein Kind hinterlässt, dann würde der überlebende Ehegatte nur ein Viertel erben und das Kind, die verbleibenden drei Viertel. Dann gibt es natürlich auch keinen Zugewinnausgleich, deswegen ja die Gütertrennung. So, widmen wir uns der Frage, warum Sie denn nun ein Testament errichten sollen oder wollen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, die wichtigste Überlegung stellt eigentlich diejenige dar, dass man eine Erbfolge regeln möchte, die von der gesetzlichen Erbfolge abweicht. Wenn Sie mit der gesetzlichen Erbfolge einverstanden sind, brauchen Sie eigentlich kein Testament regeln. Auch dann hat ein Testament vielleicht den Vorteil, dass Sie das etwas umständliche Erbscheinsverfahren sparen können, dann müssten Sie allerdings, darauf kommen wir auch gleich noch, ein notarielles Testament machen. Das macht es den Erben nämlich leichter, einen Nachweis, einen notariellen und damit gerichtlich bestätigten Nachweis über ihr Erbrecht zu bekommen. Ansonsten ist es wichtig, ein Testament zu errichten, um seine persönlichen Wünsche durchzusetzen, um festlegen zu können und auch sichergestellt zu wissen, wie mit dem eigenen Vermögen nach dem eigenen Ableben umgegangen wird, wer es bekommt, wer wie viel bekommt und wer was damit anstellen darf. Ein Testament kann man auch so abfassen, um Meinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen Erben zu vermeiden, um Streitigkeiten zu vermeiden. Das kennt wahrscheinlich jeder oder jede von Ihnen, dass eine, wie wir sagen, typische Erbengemeinschaft darin besteht, dass sie sich relativ schnell ins Streiten bekommen. Und das kann sehr lange dauern und sehr kompliziert sein und kann in ungünstigen Fällen sogar dazu führen, dass die Beteiligten am Ende sehr, sehr viel weniger Vermögen und sehr, sehr viel weniger Geld haben, als sie, wenn sie sich von Anfang an friedlich geeinigt hätten, eigentlich hätten bekommen können.
Nicht zuletzt dient das Testament dazu, gemeinnützige Organisationen zu bedenken, ihnen also sozusagen von dem Vermögen, das am Ende des eigenen Lebens übrig bleibt, einen erklecklichen Anteil zuzuwenden und ihnen damit die Möglichkeit zu offenbaren, noch Geld, Vermögen für ihre eigene Arbeit zu haben. Mit einer Erbschaftsspende zugunsten von Rote Nasen haben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Möglichkeit, ein Lächeln kranken Kindern zu schenken, Lebensfreude und Mut und Trost zu dementen Menschen, zu alten Menschen zu bringen, aber auch Hoffnung und Zuversicht geflüchteten Kindern schenken. Schauen wir uns jetzt einfach einmal an, was man machen muss, um ein Testament zu errichten. Es gibt im Grundsatz zwei Möglichkeiten. Sie können das Testament relativ einfach handschriftlich selbst verfassen oder Sie setzen ein notarielles Testament auf. Ein handschriftliches Testament zu errichten setzt allerdings voraus, dass Sie es wirklich von eigener Hand schreiben. Sie müssen also das gesamte Testament vom ersten Wort bis zum letzten Wort vollständig selbst aufschreiben und unterschreiben. Sie sollten als Überschrift wählen, mein Testament oder mein letzter Wille, also vielleicht irgendeine Überschrift, aus der man entnehmen kann, dass das auch ein Testament sein muss. Zwingend notwendig ist es nicht, aber es dient der Klarheit. Und dann sollten Sie kurz darstellen, wer Sie sind, also Ihren Namen, Ihren Vornamen, Ihren Wohnort und sinnvollerweise auch Ihr Geburtsdatum und Ihren Geburtsort, damit man im Nachhinein noch feststellen kann, wer Sie sind. Denken Sie bitte immer daran, es könnte sein, dass das Testament jemand in die Hände bekommt, der Sie überhaupt nicht kennt und der muss natürlich dann wissen, wer Sie sind und wer derjenige ist, der hier über seinen Nachlass eine Verfügung getroffen hat. Dann sollten Sie einfach aufschreiben, wen Sie als Erben einsetzen, als Alleinerben oder wenn Sie mehrere Personen zum Erben einsetzen wollen, dann nennen Sie bitte auch diese Person. Auch dort bitte den vollständigen Namen angeben, eine Wohnanschrift und ein Geburtsdatum, idealerweise auch ein Geburtsort. Denn die Erben müssen natürlich irgendwie benachrichtigt werden. Und das ist auch bei Umzügen natürlich immer so, dass man irgendwo anfangen muss, den Aufenthaltsort zu ermitteln. Dafür braucht man eine Anschrift, die man dann zum Zeitpunkt des Testaments nachvollziehen kann. Wenn Sie dann bestimmte besondere Anweisungen treffen wollen, also beispielsweise einem Verein, den Roten Nasen, einen bestimmten Geldbetrag zuwenden wollen, dann können Sie das beispielsweise im Wege eines Vermächtnisses machen. Vermächtnis bedeutet, dass Sie also einen bestimmten Vermögensgegenstand oder einen bestimmten Geldbetrag einer Person oder einem Verein zuwenden, ohne dass der Verein oder diese Person zum Erben eingesetzt wird. Er bekommt dann oder sie bekommt dann also nur dieses Vermächtnis, diesen Geldbetrag oder diesen Vermögensgegenstand. Das muss kein Geld sein, das kann beispielsweise auch ein Kunstgegenstand sein, ein Grundstück oder ein Auto. Was Sie nicht machen können, Sie können keine Tiere zu Erben einsetzen. Das ist dem deutschen Erbrecht fremd. Das geht nicht, weil Tiere nicht rechtsfähig sind. Da müssten Sie sich dann als Erben einen Tierschutzverein aussuchen, dem Sie dann auch im Gegenzug sozusagen die Verpflichtung aufbürden dürfen, sich um Ihr Tier zu kümmern. Das wäre denkbar. Das Testament unterschreiben Sie bitte selbst, handschriftlich, und vergessen Sie bitte auf gar keinen Fall den Ort und das Datum, an dem Sie das Testament errichten, damit man also später, falls mehrere Testamente auftauchen, auch noch feststellen kann, welches Testament denn das gültige ist. Denn es ist grundsätzlich so, dass das jüngere Testament das ältere verdrängt, wobei Sie also immer gut beraten sind, wenn Sie am Eingang eines Testaments vermerken, dass Sie die Verfügungen, die letztwilligen Verfügungen, also die Anordnungen in älteren Testamenten widerrufen, um irgendwelche Zweifel auszuschalten. Wenn Sie das Testament notariell errichten wollen, gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten. Die einfachste wird es sein, Sie gehen direkt zum Notar und erzählen Ihnen, was Sie vorhaben, wem Sie Ihr Vermögen vermachen wollen, welche besonderen Erbkonstruktionen Sie sich gedacht haben. Denn der Notar ist natürlich Fachmann und kann Sie beraten und kann Ihnen auch die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Möglichkeiten, die es gibt, aufzeigen und Sie entsprechend beraten, welche Konstruktion, welche rechtlich
machbare Konstruktion Ihren Vorstellungen am ehesten gerecht wird. Sie können aber natürlich auch ein Testament an den Notar übergeben mit der Bitte, es zu verwahren, aber das ist natürlich dann nicht wirklich ein notarielles Testament. Also der beste und sicherste Weg bei einem notariellen Testament ist, direkt einen Termin beim Notar zu machen und ihm Ihre Wünsche zu erzählen. Er wird das dann aufschreiben, Ihnen vorlesen, Sie müssen das dann genehmigen und das ist dann das notariell errichtete Testament. Ein notarielles Testament hat den Vorteil, dass der Notar sich vergewissern muss, dass Sie auch noch in der Lage sind, ein Testament zu errichten. Ein handschriftliches Testament wäre nämlich unwirksam, ein notarielles natürlich auch, wenn Sie selbst nicht mehr testierfähig sind, also ganz vereinfacht formuliert nicht mehr wissen, was Sie tun. Beim handschriftlichen Testament ist es natürlich etwas schwer zu überprüfen und im Nachhinein festzustellen, weil ja außer Ihnen selbst niemand dabei ist, der das bestätigen kann. Beim notariellen Testament hat es den Vorteil, dass der Notar Sie natürlich sieht, Ihnen gegenüber sitzt und feststellen kann, ob Sie denn tatsächlich verstehen, was er Ihnen sagt und Sie damit ein wirksames Testament errichten können. So, die Frage, die natürlich lautet, wenn Sie ein Testament errichtet haben, was machen Sie damit? Wo bewahren Sie es auf? Der einfachste Weg ist, Sie packen es zu Hause in den Küchentisch oder in irgendeinen Schrank. Diese Variante ist einfach und kostengünstig, hat allerdings den Nachteil, dass theoretisch jeder an dieses Testament herankommt und, ganz wichtig, es natürlich auch vernichten kann. Sei es beabsichtigt, sei es unbeabsichtigt. Denken Sie auch an die Möglichkeit, dass es natürlich sein kann, dass ein Unternehmen, das bei der Auflösung Ihres Haushalts alle Möbel herausräumt, nicht in jedes Schubfach guckt, ob etwas drin ist, sondern einfach die Möbel wegwirft und auf die Art und Weise könnte Ihr Testament beispielsweise einfach vernichtet werden, ohne dass jemals irgendjemand davon erfährt. Und es gibt natürlich auch die Fälle, in denen Testamente gezielt beiseite geschafft werden, nachvollziehbarerweise hauptsächlich von Leuten, die anderenfalls von ihrem Nachlass profitieren würden. Sie können das Testament bei einer Vertrauensperson hinterlegen. Das ist etwas sicherer, aber hat natürlich auch den Nachteil, dass es abhanden kommen kann oder vernichtet werden kann, sei es beabsichtigt, sei es unbeabsichtigt. Daher kann ich als Jurist Ihnen eigentlich nur empfehlen, die sicherste Form zu wählen. Das ist die Hinterlegung des Testaments beim Nachlassgericht. Das Nachlassgericht ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich Ihre Wohnung, Ihr Wohnsitz befindet. Dort können Sie einfach hingehen mit Ihrem handschriftlich verfassten Testament und es abliefern. Und dann bekommen Sie einen sogenannten Hinterlegungsschein. Dort steht das Aktenzeichen drauf, auf dem Ihr Testament hinterlegt ist. Das ist auch nicht teuer, das kostet derzeit 75 Euro, unabhängig davon, wie hoch das Vermögen ist, das Sie dann vererben oder vererben werden. Und diese Hinterlegung wird auch eingetragen im zentralen Testamentsregister der Bundesnotarkammer. Das hat den Vorteil, dass im Falle Ihres Ablebens alle Gerichte in Deutschland auf dieses zentrale Testamentsregister zugreifen können und sich davon überzeugen können, ob ein Testament in Ihrem Fall vorhanden ist und wo dieses vorhanden ist. Die wichtigsten Überlegungen bei der Errichtung von Testamenten sind häufig auch steuerliche Überlegungen. Dazu macht es Sinn zu wissen, wie die erbschaftssteuerlichen Grundregelungen sind. Die gelten im Übrigen in fast identischer Weise für Schenkungsfälle, wobei man natürlich immer im Blick behalten sollte, dass die Freibeträge immer einen Zeitraum von 10 Jahren erfassen. Also wenn jemand stirbt und der Erbe erbt Vermögen und dieselbe Person, die etwas erbt, hat 5 Jahre zuvor von der verstorbenen Person etwas geschenkt bekommen, dann wird für die Ermittlung der Erbschaftssteuer auch die Schenkung hinzugerechnet, weil die innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren liegt. Am begünstigsten sind die Ehepartner, wenn die etwas erben. Dort gibt es einen Freibetrag von 500.000 Euro. Sie werden nach dem Gesetz in der günstigsten Steuerklasse eingestuft, was also zur Folge hat, dass ihr Erbteil auch am günstigsten besteuert wird. Die Kinder haben dann einen fast gleich hohen Freibetrag von 400.000 Euro. Und bei den Enkelkindern sind es dann nur noch 200.000 Euro. Sofern denn die eigenen Eltern nicht mehr leben. Also sollten die Eltern einmal nicht mehr leben und Enkelkinder etwas direkt von ihren Großeltern erben können, dann wäre der Freibetrag auch 400.000 Euro. Ja, danach wird es dann schon ziemlich schwierig. Dann sinkt der Freibetrag nämlich rapide ab auf 20.000 Euro und in den ungünstigsten Steuerklassen. Und das betrifft erstaunlicherweise auch die Erbfälle den eigenen Geschwistern oder auch den Fall, dass die eigenen Eltern etwas von ihren Kindern erben, haben den geringsten Freibetrag und einen ziemlich ungünstigen Steuersatz. Ja, der Steuersatz liegt zwischen 7 und 50%. Also die
günstigsten Steuersätze sind sozusagen die Erben, die in die Steuerklasse 1 eingestuft werden, sprich der Ehepartner und die Kinder. Die haben je nach Höhe des vererbten Vermögens im günstigsten Fall mit einer Erbschaftssteuer von 7% zu rechnen. Und die höchste Steuersatz liegt bei 50%. Da müssen Sie dann halt also leider Gottes 50% von dem ererbten Vermögen an den Fiskus abführen. Günstiger bedient sind gemeinnützige Organisationen. Das hat der Gesetzgeber extra eingerichtet, um es ihnen leichter zu machen, gerade am Ende des Lebens von dem vorhandenen Vermögen Geld an Vereine wie die Roten Nasen oder auch an andere karitative Organisationen zu vererben. Die zahlen nämlich gar keine Erbschaftssteuer, im Übrigen natürlich auch keine Schenkungssteuer. Wenn Sie also schon zu Lebzeiten was an solche Organisationen verschenken, ist auch das steuerfrei. So, ich hoffe, dass ich Ihnen damit einen kurzen, aber doch umfassenden Überblick über das deutsche Erbrecht vermitteln konnte und Sie jetzt zumindest in der Lage sind, ein Testament selbst zu errichten, entweder handschriftlich selbst oder mit Hilfe eines Notars. Und ja, ich bedanke mich und übergebe Ihnen dann wieder das Wort. Herr Klaus, vielen, vielen Dank für diesen sehr spannenden und informativen Vortrag. Inzwischen haben wir sehr interessante Fragen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erhalten und die erlaube ich mir jetzt Ihnen zu stellen. Eine Zuschauerin fragt, mein Mann und ich haben ein Berlin-Testament errichtet und uns gegenseitig zum Vorerben bestimmt. Wir haben ein Haus, was uns gehört, 3 Kinder. Wie können wir sicherstellen, dass unsere Kinder erst nach Ableben beiden Elternteile das Vermögen erben? Dazu müssen Sie das Testament vielleicht an erster Stelle mal dadurch ergänzen, dass Sie nicht nur die Vorerben regeln, sondern logisch auch den zweiten Teil, nämlich die Nacherbschaft, regeln. Denn Vorerbe heißt ja im Klartext, dass also derjenige, der ererbt, der das Vermögen übernimmt, erstmal nur Erbe auf Zeit ist. Also er kann üblicherweise das Vermögen nicht verkaufen, er kann es nur nutzen. Und muss es dann aber, wenn er selber ablebt, quasi weiterreichen an die sogenannten Nacherben. Die müssen aber natürlich im Testament festgelegt werden, damit sichergestellt ist, dass das dann auch weitergereicht wird. Also hier bietet es sich zunächst einmal an, die Kinder als Nacherben einzusetzen. Und dann ist auf diese Weise schon erstmal sehr einfach festgelegt und sichergestellt, dass die Kinder dann das Vermögen auch tatsächlich bekommen, wenn der zweite Ehegatte verstirbt. Was ist mit dem Pflichtteil? Wie verhält sich denn das? Ja, den Pflichtteil, den kann man leider nicht so ganz ausschließen, sondern da haben Sie im Testament, im Ehegattentestament immer mit der Schwierigkeit zu kämpfen, dass ja in dem ersten Erbfall, in dem der erste Ehegatte stirbt, die Kinder ja quasi als gesetzliche Erben ausgeschaltet werden. Und gerade das ist der Umstand, der den Pflichtteil zur Folge hat. Das kann man den Kindern auch nicht verbieten, den Pflichtteil geltend zu machen. Den können sie auch nicht ausschließen. Sie können letztlich nur eine Regelung im Testament treffen, dass man eine sogenannte Strafklausel aufnimmt, dass man die sagt oder anordnet, wenn ein Kind nach dem ersten Erbfall seinen Pflichtteil geltend macht, dann wird es auch im zweiten Erbgang auf den Pflichtteil gesetzt. Er wird dann sozusagen, dieses Kind wird dann sozusagen komplett von der Erbfolge ausgeschlossen und bekommt auch im zweiten Erbgang nur den Pflichtteil. Also hier gibt es ja anscheinend doch eine Möglichkeit. Ja, sie ist natürlich nicht so hundertprozentig sicher, denn, weil die Pflicht, der Pflichtteil ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, also gerade bei Kindern durchaus nicht ganz wenig. Und der Pflichtteilsanspruch hat den Nachteil, das ist ein reiner Geldanspruch. Das heißt, die Erben, die ja dieses Pflichtteil bedienen müssen, müssen natürlich das Geld aufbringen. Und wenn zum Beispiel ein Grund, also Immobilien vererbt werden, ein Grundstück oder ein Haus vererbt wird, dann muss man natürlich erstmal irgendwie an Geld herankommen, um das sozusagen, um den Pflichtteil auszahlen zu können. Das kann im ungünstigsten Fall dazu führen, dass das Grundstück verkauft werden muss, möglicherweise auch unter ungünstigen Bedingungen, um den Pflichtteil bezahlen zu können. Deswegen ist das leider auch nicht so ganz risikolos, aber man kann das auch nicht völlig ausschließen. Die hundertprozentige Möglichkeit eines Ausschlusses wäre eigentlich nur gegeben, wenn man sich mit den Kindern einigt, dann müsste man sie aber komplett von der Erbfolge ausschließen und einen sogenannten Erbvertrag schließt, einen Erbteilsverzichtsvertrag und sagt, okay, du verzichtest auf dein Erbe und bekommst sozusagen als Gegenleistung schon zu Lebzeiten einen entsprechenden Geldbetrag. Das kann man machen. Man könnte das auch auf den Pflichtteil begrenzen, aber der Pflichtteilsverzicht macht natürlich auch nur Sinn, wenn man die betreffende Person als Erbe ausschaltet, weil wenn jemand als Erbe den Erbteil antritt, dann hat er keinen Pflichtteilsanspruch. Verstehe, vielen Dank. Eine weitere Frage
Eine sehr interessante Frage. Meine Frau und ich sind Rentner und leben seit einiger Zeit in einer Eigentumswohnung mehrere Monate im Jahr auf Mallorca. Müssen wir das in unserem Testament erwähnen? Also, dass Sie in Mallorca leben, zu erwähnen, ist nicht zwingend erforderlich. Wichtig ist, dass man es weiß, dass man dort lebt. Ja, und man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, welche Konsequenzen das hat. Und die Konsequenz ist die, dass wir seit einigen Jahren die Europäische Erbrechtsverordnung haben. Und danach ist es so, dass auf das Erbrecht, also auf die Frage, wie die Erbfolge ausgestaltet ist, wer was erbt und welche Erbanteile gelten, das Recht des Staates maßgeblich ist, in dem der Erblasser, also die Person, die verstirbt, seinen letzten allgemeinen Aufenthaltsort hatte, also üblicherweise die Wohnung. Und das kann in den Fällen natürlich durchaus so sein, dass man, wenn man mehrere Monate im Jahr, jedes Jahr wieder, dass dann die Gerichte zu dem Ergebnis kommen, dann hat man seinen Aufenthaltsort auf Mallorca, also in Spanien, mit der Folge, dass auf die gesamte Erbfolge plötzlich spanisches Recht anwendbar wäre. Und wenn man das vermeiden will, dann muss man das zwingend im Testament regeln und soll sagen und muss im Testament anordnen, also auf die Erbfolge soll halt, wenn ich Deutscher bin, deutsches Erbrecht anwendbar sein. Mhm. Dann macht es Sinn, es zu erwähnen und dann sollte man es auch erwähnen, auch wenn es beim Notar ein paar Euro mehr kostet. Und das betrifft auch die Eigentumswohnung? Das betrifft auch die Eigentumswohnung, wobei es bei der Eigentumswohnung, also wenn sie in Deutschland sich befindet, es durchaus denkbar ist, dass sich nur daran dann die Erbfolge trotz ansonsten geltendem spanischen Erbrecht nach deutschem Recht bemisst. Mhm. Das müsste man sich im Detail anschauen. Und wäre die Eigentumswohnung in Spanien, dann kann es umgekehrt genauso sein, das müsste man sich auch nochmal genau anschauen, dass also dann nur in Bezug auf diese Eigentumswohnung die Erbfolge tatsächlich nach spanischem Recht richtet, auch wenn ansonsten deutsches Erbrecht anwendbar ist. Vielen, vielen Dank. Also alles nicht so einfach. Ist leider alles nicht so einfach und es ist vor allen Dingen auch so, man muss sich tatsächlich die Fälle immer einzeln anschauen und muss mal schauen, wie sehen denn die Konstellationen aus. Es ist also mit einem Ehegattentestament schon sehr schwierig. Wenn die Ehegatten verschiedene Staatsangehörigkeiten haben, dann ist eine Rechtswahl schon gar nicht so einfach, weil bei einer Rechtswahl immer nur entweder das Recht des Staates, dem man angehört, also die Staatsangehörigkeit gewählt werden kann, oder das Recht des Staates, in dem man eben wohnt. Bei der dritten Frage handelt es sich nicht um ein Ehegattentestament, eher um eine Patchwork-Familie, wenn ich es richtig verstehe. Meine Lebensgefährtin und ich haben jeweils ein Kind aus früheren Ehe. Wir leben in einer Mietwohnung. Wir sichern wir uns gegenseitig ab durch ein gemeinschaftliches Testament, Ehegattentestament, oder was für eine Möglichkeiten gibt es hier? Ja, Patchwork-Familien haben natürlich den Nachteil, sie können gerade kein Ehegattentestament errichten. Das ist den Ehepartnern vorbehalten. Da müssten sich also die Beteiligten dazu durchringen, doch noch zu heiraten. Ansonsten geht das nicht. Man kann als nicht verheiratete Lebenspartner auch nicht ein gemeinschaftliches Testament errichten, das in irgendeiner Form geheilt werden kann. Das geht also auch nicht, wenn Sie das notariell machen. Es ist schlicht gesetzlich nicht vorgesehen. Da müsste also jeder Lebenspartner ein eigenes Testament errichten. Das kann man natürlich machen, aber das ist natürlich für jeden auch völlig frei widerrufbar. Also man hat natürlich keine Möglichkeit zu überprüfen, ob selbst wenn man sich auf, ich sag mal, einheitliche testamentarischen Inhalt einigen würde, nicht der andere Lebenspartner in welchem Zustand oder in welcher Situation auch immer entscheidet, das Testament wieder aus der Welt zu schaffen oder doch was anderes zu regeln, dass man das mitbekommt. Das kann also einfach irgendwie so passieren, ja beispielsweise auch einfach dadurch, dass ein Testament vernichtet wird. Ja, ein handschriftliches Testament zerrissen wird, dann ist es unwirksam und dann gilt es halt nicht. Für nicht-eheliche Lebenspartner gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, einen Erbvertrag zu schließen, wenn man die Erbfolge regeln will und dort verbindliche Regelungen zu schaffen, die dann für beide Teile gelten. Das hat also den Vorteil, dass sozusagen die beiden Regelungen wechselseitig miteinander verbunden sind und man die auch nur aus der Welt schaffen kann, indem man den gesamten Vertrag wieder aus der Welt schafft. Und davon bekommt man dann zwangsläufig etwas mit.
Ein Erbvertrag kann auch Sinn machen, wenn beispielsweise Geschwister eine erbrechtliche Regelung treffen wollen. Das kann also beispielsweise beim Erhalt eines Familienheims sinnvoll sein, denn Geschwister beispielsweise können ja auch kein Ehegattentestament machen. Klar, sie sind ja nicht verheiratet, aber einen Erbvertrag könnten sie schließen und könnten auf die Art und Weise regeln, dass also unter bestimmten Voraussetzungen das Familienheim in der Familie bleibt und nicht an irgendwelche Abkömmlinge oder Seitenlinien weiter vererbt werden. Herr Klaus, vielen, vielen Dank für den sehr informativen Vortrag und für die Beantwortung von den Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Bitte, gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie mich an. Ich bin jeden Tag für Sie zwischen 9 und 15 Uhr im Büro von Roten Nasen telefonisch erreichbar. Ich freue mich, Ihre Fragen rund um das Thema Nachlassspenden, Rote Nasenarbeit, Rote Nasenprojekte zu beantworten. Gerne können Sie auch unseren Testamentratgeber bestellen, Mein Erbe schenkt Lachen. Hier werden Ihnen die Grundkenntnisse des Erberechts verständlich erklärt. Ich bedanke mich herzlich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie an der Veranstaltung teilgenommen haben. Denken Sie an die roten Nasen und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Sieht es ja wieder aus. Alles muss man sehen. Also haben Sie das? Oh, ja, also Entschuldigung. Also 1, 2, 3. Okay. Alle weg. Deswegen kann ich jetzt meinen Senf. Also bleiben Sie gesund und munter. Und falls nicht, also falls Sie irgendwie sich schlecht fühlen oder sich denken, also ich ist nicht mehr lange oder so, dann können Sie ja, also nur wenn Sie brüllen, also können Sie ja den roten Nasen, also ich persönlich bräuchte ja mal einen neuen Anzug und eine neue Frisur. Ja, also nur wenn Sie jetzt irgendwie sonst nicht, also dann ja, schön. Aber nee, also bleiben Sie gesund, ja. Tschüss.